Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 2013 auf der Tourverse Map zusammen mit Markus, Leberwurst, Arktik und Nico. Leute, reißt sich einmal zusammen bei der Begrüßung. Zum tausendsten Mal. Könnt ihr bitte Kontinuance bewahren? Oh, der Herr war zu gut. Eins, zwei, drei, und. Weiß nicht, die waren die Einzigen, die gelacht haben. Der Guten hat sich auch zusammengerissen, weil er so schnell geredet hat wie noch nie. Ja, genau, das habe ich aber extra gemacht, weil das ist irgendwie voll cool, wenn die Begrüßung so schnell vorübergeht. Da hat man nämlich mehr vom Part und kann mehr erzählen, auch wenn man jetzt, wenn ich so schnell rede, so viel erzählt, dass man jetzt eigentlich schon fertig ist und wir nach 40 Sekunden den Part beenden können. Nee, das hat mich aber, das hat mich aber an was erinnert, und zwar irgendwann in Mega Projekt 2 war das, da hast du auch mal so eine Folge so angefangen. Da hat dann einfach irgendwer zu Aufnahmebeginn direkt mal gesagt, 1, 2, also zu, auf das 1, 2, 3 und dann halt, Guten kommt vorbei oder irgendwie sowas. Aber ich weiß nicht mehr, wer das war, das ist auch... Ich glaube, das war Wendy. Kann nur Wendy sein oder Sachse, oder Wendy oder Sachse, ja. Einer war bei. Wendy oder Tino. Also das ist obwohl, das könnte auch so ein Dennis-Spruch gewesen sein. Max oder Moritz. Max, ja, oder Hans Moritz. Oder und mich nennt er als Moritz. Den Spruch von Markus werde ich nie vergessen. Hä? Da war halt Max mitgespielt und halt Markus und dann die beiden M's, weißt du? Mhm. So wie Max und Moritz, sagt er dann. Ja, und dann drauf. Wie Max und Moritz und dann war Markus ganz enttäuscht. Mich nennt er als Moritz. Das war so genial. Auch schon bald Moritz war ja der Affe im Endeffekt. Ich habe ja echt drüber nachgedacht, ob das nicht mal irgendwann so eine Jubiläumsfolge wäre. Alles mal durchgucken, alle Highlights raussuchen. Viel aber Spaß. Das ist einfach, das sind einfach 150 Stunden lang Videos gucken. Und die wieder runterladen und dann neu hochladen. Das Runterladen interessiert nicht. Und das Hochladen interessiert mich auch nicht, aber das Anschauen, das wären wahrscheinlich 150 Stunden Material so um den Dreh. Das ist genauso wie ich gesagt habe bei Bar 200 DC, ein Special machen, beziehungsweise die besten Szenen rausschneiden oder sowas. Man hätte das direkt machen sollen, wenn man so oder Highlights du, hat. Du hast, glaube ich, die Idee gehabt. Habe ich gesagt, ja, wenn, dann soll das einer von der Community machen, aber nicht ich. Ja, dafür habe ich die Zeit nicht einmal. Hey, ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich das nicht mal versuche. Ja, viel Spaß. Ich meine, es geht eh 150 Stunden. Man muss ja nicht hingucken, nur hinhören. Boah, da muss ich den ganze Scheiße, die ich in den letzten Jahren gelabert habe, nochmal anhören. Du musst einfach 150 Stunden anwesend sein. Das ist das Problem, ja. Und musst 150 Stunden, das denke ich, mit keinem sonst im TS oder sonst was quatschen. Du musst einfach 150 Stunden dir die Parts anschauen. Das geht doch eh klar. Stunden. Ich meine, das ist doch unterhaltsam scheinbar. Ja, alles nochmal doppelt anhören. Ja, über ein, weiß nicht, eineinhalb Jahre verteilt. 150 Stunden, okay. Aber nicht auf, weiß nicht, du solltest das ja dann eine relativ Woche bald machen, weil ja bald Problem der nächste Jubiläumsparty ist. Ja, bald geht ja schon auf die 500 zu. Ich habe bei LS15 vor, ein Projekt, so wie Tourverse, mal ganz durchzuziehen, bis der LS17 kommt. Aber das wird wahrscheinlich noch nicht direkt zum Start von LS15 starten, sondern erst ein, zwei Monate später, wenn es eine gescheite Mod-Map gibt. Ja, man kann ja mal einen Map-Wechsel machen. Ja, mache ich aber irgendwie nicht so gerne. Ich finde das schöner, wenn man auf einer anfängt und auf einer durchzieht. Ja, aber irgendwann ist seine Map auch tot gespielt. Hat wirklich komplett fertig. Alles gekauft. Was willst du denn da noch machen? Ja, klar, dann. Aber da überleg ich mal, auf tun was. Wenn wir wirklich auch mit allen Feldern, brauchen wir wahrscheinlich noch bis zum Part 800 oder so. Schätze ich mal. Also ich glaube, wir gehorchen jetzt, aber... Ja, wenn wir wirklich mit, was weiß ich, zweiten Drescher und so weiter, was wir ja auch schon mal gesagt haben... Wie lange wir da schon davon reden, dass wir also weiter Anbaugeräte wollen? Wir müssen nur mehr alles investieren in Felder und nur mehr grubbern, säen, dreschen, grubbern, säen, grubbern, säen, dreschen, nicht vergessen. Also ich glaube, es ist maximal eingestreut. Ich kann nichts mehr einstreuen. Ah, wunderbar. Die nur 200 Jahre baut. Und die Halle ist ja auch maximal voll. Irgendjemand kann gleich mal ein Cerion übernehmen zum Grubbern. Leberwurst, du könntest ja machen, du bist ja gerade mit Stroh fertig. Ich wollte dann mal Kalk streuen. Kalk streuen. Nee, du übernimmst den Cerion und nimmst andere. Wie lange ist es eigentlich her, dass ihr Kalk gestreut habt? Das ist auch schon ein bisschen her, ne?
Na, mach mal jetzt immer wieder. Mache werde ich fast immer. Weil jetzt ist ja eigentlich die Folge draußen, heute oder gestern, ich weiß es nicht, wo ihr Kalk gemacht habt. Ja, und das sind jetzt gerade 10 Bars hier. Finde ich eigentlich ganz okay. Höchstens. Ja, nee, ich hatte das mit dem Kalkstreuen. So, mal dauern. Ich muss jetzt auf Feld 30 runter, oder? Na, Feld 30 nicht, weil da bin ich gerade. Ja, aber sonst kann ich nirgendwo rüber. Feld 1. Ich glaube 22, 23. 22, 23. 1. Oder ist die 1 schon gemacht? 1 habe ich gerade gegrubbert. Feld 7, wenn sie das Stroh schon weg habt. Wird auch eher, also dann wird es noch gezeigt im Endreif, oder? Wenn es noch nicht gegrubbert ist. Ach ja, so. Genau. Ah, nee, falsch. Ja. Nur Frucht 7. Guten, habe ich die Erlaubnis, dieses etwas verkrüppelte Stück an Ballen zu entsorgen? In dem Mischwagen, ja, hoffe ich. Da wirst du noch viele sehen. Ja, siehst du ja, wo ich es gerade hin entsorgen würde. Du kannst es auch in die in das Strohkraftwerk bei der BGA reinhauen. Da kann man nur Ballen reinhauen. Ja, das ist doch weg, oder? Nein. Nein, das ist noch da. Wolltest du ja noch da haben. Stimmt, weil wir kein Gebäude gefunden haben, was den Platz so gut ausfüllt. Ja. Aktiv mach gleich 180. Ja. Mich abdanken. Ups. Bin zwar erst 54% voll, weißt du, Raps. Ich glaube, ich sollte vielleicht erstmal Ballen pressen, oder? Aber ich glaube, uns fehlt ein Schlepper, dass wir noch was machen können, oder dass du zwischendurch was anderes machen kannst. Ja, 30 ist noch frei. Ja, und was machst du dann? Der Ladewagen muss ja auch noch irgendwie befüllt werden. Welcher Ladewagen? Ja, wollte er sich einsammeln? Ja, pressen gehört. Pressen. So, okay. Stimmt, Stroh ist jetzt voll. Eingestreut ist komplett. Ja, stimmt. Dann alle gepresst. Also könntest du ja 936 mit der Presse schnappen. Und ich weiß, wer Ballen fahren darf. Oder ich kann auch pressen. Na, du willst den anderen Strohballen gehen auf dem Hänger nicht. Die glitschen. Deswegen würde ich sagen, wäre es mal an der Zeit. Wir haben kein Geld. Ihr verkauft beide Ballen, beide Wagen und holt euch diesen schön. Wenn ihr beide verkauft, habt ihr genug. Verkauft ist ja auch völlig wurscht. Dann habt ihr genug Geld. Der ist nicht mordsteuer. Mordsteuer ist der nicht. Bin leer. Mordsteuer. Krieg auch alles wahrscheinlich. Obwohl mordsteuer ist eigentlich auch ein geiler Begriff. Das erinnert mich so an die Eva-Mods, die 1 Euro gekostet haben. Kannst du eigentlich alle hier irgendwo hinstellen, ist mir wurscht wo. Ja, warte, ich stelle hier ein bisschen. Pfeile dran machen und Stützer hochkurbeln. Und ich glaube in den Feldrandcontainer müsste eigentlich Gülle auch noch drin sein, weil da habe ich vor Ewigkeit nochmal voll gemacht. Achso, der Johnny steht ja auch noch hier mit dem Anhänger. Der kann sich ja den Kondor schnappen. Weil eigentlich brauchen wir eh nur einen Abfahrertrag jetzt. Meistens. Geht sich eh aus. Ja, außer wenn es am Glas wieder außerhalb der Halle. Ja, das sind diese doofen Ballen. Ich weiß nicht, wo die hin sollen. Es sind jetzt sowieso nur mehr nachher 2 Fälle und die sind gleich in der Nähe vom Hof, wenn ich nicht täusche, oder? Warte mal. Das sind nur mehr 13 und 15. Und die 10, oder? Nein. Die 10 ist doch Gras, oder? Nee, aber das wäre mir zu blöd. 10 ist Gras, ja. Aber schön, das bei 10 werde ich demnächst nochmal mähen und dann Ladewagen Gras zu den Kühen reinhauen. Und einfach, damit man ein bisschen Gras auf Lager hat. Das ist beides, das ist aber Körnermais, Markus. Also. Ja, dann machen wir Körnermais, ist ja wurscht. Ich weiß nicht, oder du willst es häckseln. Keine Ahnung, guten. Ich würde sagen, wir machen Körner. Weil wir haben doch eh noch einen. Oben haben wir genug und unten eigentlich auch. Unten die BGA ist übrigens bei 70%, habe ich gerade eben nochmal geguckt. Ja, das dauert dann noch für 3 Tage oder so. Weil wir brauchen eh nur einen Anhänger, das reicht vollkommen. Ja, ich fahre gerade die Ballenpresse zum Feld 7. Ja, dann kann ich ja auf die 1, das war da drauf, Weizen, ne? Ja, dann kann ich ja schon mal Gerste sehen. Auf Feld 15 wurde bei dem Durchgang, glaube ich, noch nichts gemacht, ne? Hat jemand schon mal in einer Aufnahmesession den Merlo komplett leer gefahren? Ja. Ja, häufiger. Markus? Ja. Der geht schnell leer. Ich hab den auch schon mal getankt. Ich glaube sogar schon mehrmals. Ja, ich bin jetzt nämlich auch dran. Ich hab noch 10 Liter. Sind das der 6. oder 7. Bad oder sowas? Oder 8. Ja. Oder 9. oder sowas, aber. Keine Ahnung, wie spät wir haben. Überhaupt. Soll ich, in Real Life, Viertel vor 9. Ja, Viertel vor 9.
Ja. Sind schon 2 Stunden am Server? Ja. Wir haben auch schon jetzt schon, glaube ich, die 7. oder 8. Folge, die 7. Dann ist die 7. Folge, weil einmal haben wir eine Stunde circa Pause gehabt. Ja, ja, stimmt, da musste ich ja Lampen tauschen. Ach ja, das ist mit deiner, ja, Körpergröße. Ja. Bist du dann natürlich gerne benutzt. Ja, also ich meine, ich kann so, Neonröhren kann ich mal, kann ich im Stand halt wirklich, ne, halt ja. Abdeckung raus und dann, Halt, du bist sozusagen bei euch zu Hause die Lampentauschlampe, wenn ich das so nennen darf. Lampentauschlampe? Ja, finde ich ja, auf jeden Fall bei. Vom Namen her. Duschlampe. Aber das ja, kennt ihr wahrscheinlich auch wieder nicht. Irgendwie muss die Größe auch mal einen Vorteil haben. Duschlampe? Die Duschlampe. Ja, das kennt eh jeder. Ja. Ja. Und wie heißt nochmal dieses Ding von Stefan Raab? Dusch. Dieser. Der Duschkopf. Damit sich Frauen duschen können, ohne die Haare nass zu machen. Ja, das ist Dusch. Das ist der Duschkopf, oder was? Das ist ein besonderer Duschkopf von Stefan Raab. Aha. Der Dusch. Das ist halt der Dusch. Wie ein Bumerang, so ein bisschen halt. Sieht echt aus wie ein Bumerang. Boah, ich. Gott sei Dank schaue ich nicht so oft da, Stefan Raab, das ist eine Erfolgsverblödung. Ja. Ja, nee, das. Was? Ja, ist wohl, steht schon wieder weg. Er führt wahrscheinlich die nächste Lampe hin, die Lampe ist wieder gefragt. Er tauscht jetzt die Monitor-Backlight-LEDs aus. Ich kann auch im Sitzen. Er hat einen toten Pickel. Wir machen jetzt hier Expressarbeit. Ja, klar. Erstmal schön einkalken. Hat dein Mikrofon irgendwie Aussetzer oder was ist bei deinem Mikrofon? Ja, das hat Arctic oft. Ja, deswegen. Weil ich manchmal ein wenig leise bin. Weil ich mich nicht traue, lauter zu sprechen. Weil ich so ein bisschen schüchtern bin. Irgendwie so angsteinflößend. Ja. Ich hab gerade erstmal gesucht, wie ich die Presse entstopfen kann. Hingehen. Nee. Wenn du an der Presse bist, du musst im Auto, also im Traktor sitzen. Im Auto. Ja. Hast du gleich meinen A6 Quattro? Ja, ich hab den A6 halt, Quattro, sag ich. Nico, aber wolltest du uns nicht noch einbauen, oder wie war das? Ja, aber ich finde kein gescheites Modell. Also, ich habe zumindest schon mal A4 Allroad gefunden. Dann halbwegs bescheiden. Ja, A4, aber A4 ist kein A6. Ja, es gibt nur einen Allroad und das ist der A6, es gibt keine A4-Variante. Es gibt auch ein A4 Avant als Allroad. Ja, Avant, aber nicht als Allroad-Variante. Doch. Das ist ein A6. Das A4 Quattro. Das ist ein Quattro, ja. Ja, ja. Ganz normal. Ja, aber das ist kein Allroad. Ja, das ist ein Unterschied. Ja, aber es gab das zumindest beim 2009er oder so auch vom A4 ein Allroad. Das weiß ich. Ja, da haben sich die Leute hinten aufs Auto Allroad drauf. Das Pickel drauf geben, aber nee, der war es nicht. Den gab es. Naja, was ich weiß, gibt's nur den. Das einzige, was ja beim Allroad ist ja, dass du ja die ganzen Stoßstangen und so weiter auch aus Plastik hast. Ja, das mag ich an dem eigentlich nicht. Ja, aber das ist einfach geil, wenn du irgendwo anfährst, beziehungsweise. Ja, wann fährst du irgendwo an? Passt da auf und dann ist gut. Wenn du passiert das oft. Und der ist doch auch höher, oder? Ja. Der ist höher. Das finde ich wieso so. Autos höher legen ist so. Wah. Der ist schon gemütlich auf der Autobahn. Der schunkelt so ein bisschen. Dafür brauchst du 5 Liter mehr und bis 50 km/h schneller. Langsamer. Der Blödsinn. Ja, ein bisschen mehr könnte er schon verbrauchen, weil er halt ja, mehr Widerstand hat. Nein, auch nicht, weil er unten der Luft so unten durchgeht und oben drüber halt. Was heißt? Der hat die gleiche Bauform, halt einfach hat genau die gleichen. Ist noch höher. Genau die gleichen Luftwiderstand wie der normale. Der wird nur viel ein bisschen. Aha, Kombis sein, also. Und dann höher gelegt. Wah. Ja, was aber es geht die Luft hier unten durch. Ja, S-Line-Paket und fertig. Was ich mich gerade frage, wie lange habt ihr euch mit dem scheiß Ballen abgemüht? Wieso? Meinst du, weil Folgen vielleicht höchstens? Ja, weil jetzt weiß ich nicht, ist nicht mehr ganz viel Ballen, ne? Ja, das Wichtige war, das Blödeste war ja nicht das Stapeln dort, sondern einfach nur das Hinbringen. Mhm. Und das hat einfach dort.
50 Bart, weil ich einfach bei der Guten dann einmal umkippt hat, den ganzen Anhänger, wo er schon voll war. Na, dann der Quatsch. Leber hängt einmal an und sie von der fangen den Springen Ach, an. Ach, ich sage eh nichts mehr. Ja, gut so. Hast auch nichts zu sagen. Bist du hier schließlich auch die Minderheit? Ja. Die österreichische so Volksfront hier. Ach, übrigens, von wegen Minderheit und so. Eine Minderheit an Leuten findet es gut, wenn ich nach 15 Minuten beende. Deshalb beende ich nach 15 Minuten 30. Ciao, Leute.